Was geht, Freunde? Willkommen zu einer neuen fetten Folge Star Wars Battlefront. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen eine Runde Kampfläufer-Angriff. Ihr wisst ja, Lieblingsmodus hier, Lieblingsmodus da. Ist einfach immer noch so. Oh, komm, komm, komm. Komm. Komm, nein, ich will ihn doch. Dieser doofe Darth Vader, Alter, dieser No-Name-Typ hat mir einfach meinen scheiß Kill geklaut. So, angetäuscht. Okay, er holt sich das Ding. Na gut, alles klar. Dann drauf geschissen, Leute. Schön allerdings, dass ihr... Ja, boah. Yo, was geht, Alter? Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Leute. Dass ihr eingeschaltet habt, das freut mich natürlich. Zweite Folge im New Year. Ja, muss man sich reinziehen, Alter. Es ist also unfassbar, Leute. Wir sind wirklich bald bei 300 Star Wars Folgen. 300 Folgen. Ja. Da haben wir ja noch zwei Streams gemacht. Unfassbar. Dann noch die Best-Offs von Dingens. Von Dinges, Alter. Wie war sein Name? Nein, Spaß, Mann. Von Darkseid nochmal. Unfassbar. Und 300 Folgen nur so. Ich habe zu Beta sogar ja auch noch schon 7 Videos gemacht, glaube ich. 7 waren es oder so. Ach, scheiße, nun ist. Was mach ich da? Warum gehst du da ins Kriechen? Ist schon krass, Leute. Ist schon krass, Leute. Und einige von euch sind bestimmt schon sehr lange dabei. Vielleicht sogar von Anfang an. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, jetzt habe ich natürlich den AT-AT an einer ganz schlechten Position bekommen. Na, komm. Jawohl. Jawohl, da läuft er. Seht ihr ihn? Ich habe ihn gesehen. Aber nicht tot im Können. Naja, ansonsten gerne weiter supporten, Leute. Ihr wisst ja, wie es läuft. Ja, die letzten Folgen waren super bewertet. Da geht noch mehr, wenn ihr Bock habt. Supportet den ganzen Kram hier weiterhin. Und dann sollten auch die nächsten Videos gesichert sein. Komm schon. Absolute Scheiße, Mann. Mann! Da, ich sehe sie, aber ich schieße die ganze Zeit gegen die Felsen. Ich kann nicht da drüber schießen. Es geht nicht. So, jetzt. Aber jetzt ist hier gar nichts mehr. Mal schnell einen Flächenangriff raushauen. Scheiße, Alter, was geht denn da rechts ab? Antoine, Alter. Warum haut der so viele tot? Antoine. Geiler Boy, Alter. Boah, guck mal, ich bin schon 6-0. Krass. Ach, wir jetzt verstecken bis zu Ende der Folge, bis zu Ende des Spiels und dann sagen, im Titel schreiben, zu 0 gespielt einfach. Das wär's. Das wär krass, oder? Dieser Scheißbot, Alter. Dieser Scheißbot. Da kommt rechts bestimmt einer. Da ist doch bestimmt einer. Bitte! Yo! Triple Nippel! Nee! Nee, du! Nein! Ich hab den noch geholt. Kann ich da bitte, please, nochmal spawnen? Hallo? Spawnen? Nein, alles klar. Gut, dann war's das auch schon wieder mit dem Titel zu Null gespielt. Ach man, ey. So eine Scheiße. So eine Scheiße, du. Bruder, Bruder! Oh. Friss das, Alter. Friss die Granate, Junge. Okay, alles klar. Der war schon lange weg wieder. Bruder, Bruder! Jawohl. Großer Bruder, du bist immer da. Großer Bruder, ich bin so scheiße, Alter. Ich bin so scheiße einfach. 11-3. Ach, Mann, Leute. Ich brauche mal wieder eine richtige Zerstörungsrunde. Aber ich weiß nicht, wie ich das nochmal schaffe, ey. Auf welcher... Feuer auf unsere Kampfläufer. Ich wollte das Geschütz platzieren. Ich wollte das Geschütz dort platzieren und hätte wahrscheinlich nicht einen einzigen Kill gemacht. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten? Um 5 Euro, Alter. Weil mehr habe ich nicht.
Doch, Mann, verpiss dich doch! Das ist scheiß! Das scheiß Schutzschild, Alter. Da bist mein großer Bruder, da bist immer da. Komm schon. Dem muss ich doch, irgendjemand muss ich diese scheiß Rakete in die Fresse. Jawohl. In dein Gesicht rein. Weg, Jungs. Also ja. Boah. Oioioi. Geh doch weg, Krennic, du Lappen, Alter. Du kannst gar nichts, Junge. Du kannst nichts. Geh doch weg! Ich geb dir gleich eine Schelle, Junge. Verpiss dich jetzt. Hör auf, meinen scheiß Weg zu blockieren die ganze Zeit. Das geht mir schon wieder sau stark auf den Sack, Alter. Was ist denn los immer mit den Leuten? Ey! So, man, lass mal. Okay, alles klar. So kannst du bleiben. Wenn du mir doppelte Lebensenergie gibst, dann kannst du schon mal bleiben am Stand. Geht doch mal weg, Alter. Boah, das nervt so krass, wa? Rudelbums-Action hier vom Allerfeinsten wieder. Die denken auch, ey, wir brauchen neue Leute für das... Alles klar. Für das Imperium lassen wir richtig bumsen, aber er merkt nicht, dass wir alle... Wir sind alles Männer, so. Also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja rumbumsen, aber da kommen keine Kinder raus. Verstehst du das? Du bist... dumm, wenn du das denkst. Alles klar, er hat um die Ecke geschossen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Hat er um die Ecke geballert? Sind wir da ein Mysterium auf der Spur? Okay, ich habe nicht einen einzigen geholt. Angeblich. Sag mal, Was war das denn? Was war das denn? Warum habe ich den einen nicht getroffen? Ich war nicht mehr in der Reichweite von dem scheiß Schild. Ich war einfach nicht in der Reichweite von dem scheiß Schild. Das hat keinen Sinn ergeben. Mein Gott, Alter. Ihr seid so scheiße dumm. Einfach nur. Geht mir so hart auf den Sack. Tja, Jungs. Ja, geh doch nach vorne, Krennic. Was bist du für ein... Geh doch weg, Alter. Geh doch. Alles klar. Ey, was ist denn... Das ist eine ganz komische Runde hier, Leute. Eine ganz komische Runde. Wie viel spiele ich? Okay, stabile 3er KD. Geht schon in Ordnung. Geht schon in Ordnung, Leute. Also, wie gesagt, ihr könnt gerne nochmal in die Kommentare posten, was ihr für Modis gerne sehen wollt. Wir hatten ja beim letzten Mal so ein bisschen zur Abwechslung mal wieder Abwurfzone. Ich mag den Modus ja. Ist natürlich klar, da sind wir uns einig, bei dem Bespin DLC. Bei dem Bespin DLC war der Abwurfzonen-Modus schon sau nice, Alter. Ah, ich hätte dich fast kaputt geprügelt, Junge. aber wenn ihr Bock habt auf andere Modis, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Vielleicht bringt mich das ja auf neue Ideen. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, mit welcher Ausrüstung ihr so durch die Gegend läuft. Mit welcher Ausrüstung ihr am stärksten einfach spielt. Das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht kann ich ja da noch mal ein bisschen was für mich übernehmen und da vielleicht was Cooles rausholen. Bisschen noch mal ein paar Sachen ausprobieren. Yo, Cyberblob. Hä? Ich muss das schon wieder nicht verstehen, Alter.
Er stand aber irgendwie gefährlich nah an der Granate, aber. Okay. Achtet auf Rebellen. Was drüben? Unsere Spione haben. Das war sau dumm jetzt von mir. Ganz in der Nähe. Wir werden vorbei unseren ACAT aufs Korn. Jungs. Ich hasse solche Situationen. Ich hasse es einfach. Hier ist irgendwie kein Flow drin. Ne? Hier stapeln die Leute sich einfach nur. What the fuck? Hä? Schon der nächste wieder oder was? Oh, Scheiße! Oh, Scheiße. Ein feindlicher Bomber hat die als Ziel erfasst. Moment. Das wäre so geil gewesen, wieder. Es wäre so geil gewesen. Die Y-Wings der Rebellen greifen an. War das Lukes? Oder war das irgendwie so ein Impulsgewehr? Er hat es tatsächlich überlebt. Komm, die sitzt doch. Du bist mein großer Bruder, du bist immer. Nein! Der muss sitzen. Ja, alles klar. Weg. Sie versuchen den Kampfläufer zu Fall zu bringen. Boah, was geht denn hier ab, Alter? Ja, natürlich, Assist hier wieder. Wir haben unseren Kampfläufer. Komm schon! Jawohl! Und 32-9. Ja. Geht in Ordnung, bin ich zufrieden mit. Sogar die meisten Kills, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, auf einen schnellen Blick hier. Oh, 32-9, geht in Ordnung, würde ich sagen, Leute. Oder ist denn okay? Ist denn okay? Mensch, ey, boah, Alter, diese Situationen, die sind irgendwie auch so reizvoll, weißt du? Also diese Situation gerade, wo sich die ganzen Leute gestaut haben. Es ist halt auch reizvoll, da reinzugehen, sich selber dahin zu stellen. Granate zu werfen, mal kurz um die Ecke zu looken oder so. Aber es ist halt auch saugefährlich, weil die Leute so dumm sind einfach. Die sind auch teilweise, siehst du auch, dass die Leute dumm sind. Einfach, die stellen sich dann direkt genau vor dich hin und raffen es nicht, dass es im Prinzip niemandem was bringt, weißt du? Und vor allen Dingen, weil die Leute halt so dumm sind und sich dir in den Weg stellen. Wenn da mal was geflogen kommt, bist du der Erste, der stirbt. Und wenn du Saubus bist, wenn du Marcel bist, wenn du ich bist, dann stirbst du als Einziger an der Ecke. Und die trampeln auf deine Löcher rum. Nein, das ist aber wirklich so, deswegen. Es ist reizvoll, weil auf der anderen Seite genau das gleiche passiert. Man könnte vielleicht ein paar Kills abstauben, aber es geht meistens schief aus. Also, geht einfach weg. Das ist mein Tipp. Also, wie gesagt, Leute, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gerne so sehen möchtet. Und ich bin sehr gespannt, schreibt mal in die Kommentare, was eure bestes Loadout ist. Ja, womit geht ihr am besten ab? Killmäßig. Das würde mich mal interessieren. Ansonsten danke fürs Zusehen, lasst eine Bewertung da, würde mich freuen. Danke fürs Zusehen, lasst eine Bewertung da, bis zum nächsten Mal. Ja, ich hab's doppelt gesagt. Haut rein, tschüss.